Mustafa, Riesenproblem. Es ist jetzt 10.58 Uhr. Ich habe die Zeit komplett versemmelt. Ich komme vielleicht 2 Minuten später. Ich fahre mit dem Roller, okay? Hier sind 3 Stück. Ich schnappe mir einen, ich bin gleich bei dir. Ich habe die Zeit komplett verscheißert. Guten Morgen, liebe Stadionfreunde. Herzlich willkommen zu Amnesty TV. Ich habe nur noch 1 Minute, um mich mit Jerome zu treffen. Ich sehe ihn gleich das erste Mal. Bis ich dahin gehe, könnt ihr euch ja eine kurze Werbung anschauen. Also bis gleich. Moin, wir sind hier bei Burger Brothers, bei Sinan. Die kennt ihr noch vom letzten Video aus Berlin? Mit Sinan und Netschi. Der hat mich einfach von Berlin bis nach Hannover gefahren. Und das ist hier sein Laden. Auf jeden Fall, bei jedem Spieltag, egal ob heim oder auswärts, alle Fans, die mit Fankleidung kommen, kriegen 10%. Und wenn ihr sagt, ihr kommt von MLS, kriegt ihr auch 10%. Und wir warten hier gleich das erste Mal hier. Werden wir mal probieren, die hier die Burger schmecken. Jetzt probieren wir mal das gute Stück. Très bien. So, ich mache mich jetzt auf den Weg. Burger Brothers, Nikolaistraße 12. Zidane ist auch ein 96er. Auf jeden Fall besucht den Jungen an Spieltagen, wie gesagt. Und bei Auswärtsspielen, wenn ihr Fankleidung anhat, kriegt ihr 10% Rabatt. Oder wenn ihr sagt, ihr kommt von MS. Also, bis dann. Kumpel, ich stelle mich auf den E-Scooter. Ich habe zu 100% heute Morgen die Zeit verscheißert. Ich komme 5 Minuten circa später vielleicht, okay? Also, ich bin unterwegs. Ich bin jetzt beim Treffpunkt. Wir wollten uns extra vor dem Kiosk treffen, damit wir zusammen was trinken. Und der Kiosk ist zu. Und keine Spur von Jerome. Jetzt schnell Mustafa. Wo ist der? Da ist der. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Jerome, da ist er eigentlich. Ich komm lieber rüber. Ampel los. Moin, moin, ne? Geht's dir gut? Ja. Und, sehr schön. Und selbst? Oh, ich hab den Morgen des Horrors gehabt heute, Bruder. Ganz schlimm. Geil. Kannst du Aral was trinken kaufen, oder? Können wir auch machen. Da kann ich sogar mit Karte bezahlen. Dann machen wir das auch so. So machen wir's. Kannst du aufmachen? Anstoßen? Und dann kann man auf 3 Punkte, würde ich sagen. Bringt ja eh nichts mehr, aber hoffen wir, dass wir einen schönen Tag machen zusammen. Auf jeden Fall. Das schmeckt aber lecker. Alle unter 18 bitte wegschauen. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zur Bahn. Jerome! Ja! Stell mal deinen Kanal auf YouTube vor. Wie heißt du denn dort? Ich heiße auf YouTube Chance Lochkopf. Okay. Mache Unterhaltungsvideo, bis jetzt 165 Abonnenten. Noch 835, dann kann ich monetarisieren. Alle rein. Kommt alle rüber. Ich werde auf jeden Fall seinen Kanal hier unten einblenden. Und er dreht auch heute einen Vlog. Und schaut euch das auf jeden Fall an. Supportet ihn. Ihr wisst, jeder, der aus Hannover kommt, hat Support verdient. Support ist auch kein Mord, deswegen geht's. Das stimmt. Mittlerweile sind wir beim Hauptbahnhof angekommen. Und heute gehen wir einfach mal zu Fuß zum Stadion. Wie? Geht es schon zu Ende oder was? Ja, das war für den Durst und das ist für den Geschmack. Okay. So, hier spielt einfach jemand Klavier. Interessant. Wir sind immer noch unterwegs mit Jerome. Wie dick ich aussehe, oh Gott. Sofort wieder ins Fitnessstudio. Auf jeden Fall, Alter. Aber erst morgen. Das geht so nicht. Er erzählt mir auf jeden Fall die ganze Zeit etwas über Bier. Ich hab gesagt, Junge, ich bin noch nicht mal mit dem ersten fertig. Wir sind es aber gewöhnt, jedes Mal, wenn Hannover spielt, dass es Fritz Walter Wetter ist. Später, vielleicht in der ersten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit, wird dann O'Neill rüberkommen und uns unterstützen. Heute sind auf jeden Fall alle sportlich unterwegs. Ich muss auch gucken, wie die heißen. Jetzt sind wir beim Kroatiat Hotel. Wir haben schön gefrühstückt. Nicht. Auf jeden Fall trinken wir jetzt erstmal etwas. Wieder mit Bier unterwegs. Genau. Und dann gehen wir ab zum Stadion. Ich bin noch nicht richtig wach. Ich sehe das Trikot da oben auf jeden Fall. Und sage, hä, Fortuna? Das ist ein Sticker, Leute. Ja, ist ein Fortuna-Sticker.
So, saubere Arbeit. So sieht er schön aus. Heute gibt es eine kleine Änderung. Jerome wird heute mal die Grüße vorlesen. Sind auch nicht so viele. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen heute zum Spiel von Grüße United gegen Selam SV. Bei Grüße United laufen auf Ender, Rahel, Lukas, Nick und Marcel. Sie bilden die Defensivformation. In der Mitte Bennett, Silas Bra 007 und Leon. Und im Angriff spielen Joel, Ferdinand und Tim. Selam SV hat sein Line-Up wie folgt. Im Tor Theo, der Referee. Verteidiger sind Tamo, Florian, Barca. Also Florian oder Barca, man kann denke beide sagen. Liebe Grüße. Max und Manuel. In der Mitte Lena, Ivers und defensiv Max der Intelligente. Im Sturm Sandra, Aimo und Martin. Hört sich nach einer sehr spannenden Partie an. Ich hoffe auf eine sportliche Veranstaltung. Wünsche viel Spaß. Liebe Grüße. So, hast du es auch reingeschafft. Ein Glück. Na, wie geht's? Na, wie geht's? Gut, selbst? Auch. So, ihr wolltet ja eine Prediction abgeben, oder? Ja. Na los, und leg mal los. Rinas, bin seit acht Jahren im Stadion. Ich hoffe jetzt mindestens 2-1 gewinnen. 2-1? Ja. Okay. Ich bin Justin und ich sage auch 2-1. Ganz klar. 2-1. Okay. Dankeschön. Jo. Auf ein gutes Spiel. Danke. Max! Hi, na, was geht? So, ja, bei dir? Hier, das ist übrigens Max. Seinen Instagram-Kanal blende ich hier unten ein. Folgt ihm, er macht echt richtig gute Fotos. Und er ist heute auf jeden Fall hier als Fotograf unterwegs. Jerome Boateng. Nicht? Was war jetzt dein erster Eindruck? Weil du kommst ja immer zum Spiel, kurz bevor es losgeht. Ich bin immer viel zu spät. Also normalerweise, wenn die Hymne läuft, gehe ich gerade durch die Sicherheitskontrolle. Ja. Ich bin schon fleißig mit 6. Okay. Und das ist ganz neu für mich alles. Ganz interessant mal zu sehen, das Warm-up und alles. Dann wann die Fans so kommen. Paderborn hat ihre Leute schon eingeladen. Die sind schon alle da. Also ich hätte nicht gesagt, dass so viele aus Paderborn kommen. Aber es ist natürlich sehr schön, wenn auch die Gästefans hier zahlreich erscheinen. Heute sollen übrigens ca. 36.000 hier im Stadion sein. Es sieht sehr gut aus und wir machen uns jetzt auf den Weg zu unseren Plätzen. Wir gehen uns hinsetzen langsam. Lange noch verstanden. Jetzt haben wir den Marcel wieder vor uns und er möchte heute ein Trikot haben. Von Gindorf. Da bin ich mal gespannt, ob du das kriegen wirst. Und was ist deine Prediction für heute? Genau. Wahrscheinlich wieder 1-2-1, Hannover, Tore, schätze mal, wird Soldi als Mann und Heinz Gindorf. Alles klar. Dann kann ich mal grüßen. Klar, kannst du auch, aber ein bisschen lauter reden, bitte. Okay, ich grüße einmal meine Freundin Emma, dann grüße ich einmal Flo und dann einmal noch Toni. Alles klar. Ich höre hier etwas im Hintergrund, da traut sich jemand nicht. Wie geht's dir? Was ist dein Tipp heute? 2-0. 2-0 für Hannover, da sind wir gespannt. Da ist er, Onel! Onel ist jetzt auch da, unser Geheimgast. Und Onel, du sitzt eigentlich immer woanders. Heute bist du zum ersten Mal im Ostbereich. In meinem Leben, ja. Ich war öfter auf der West, aber noch nie hier im Osten. Von daher ist für mich Neuland. Ja. Was ist dein Tipp für heute? Boah, weiß ich gar nicht. Schwer einzuschätzen. Ich sag 1-1. 1-1. Ich hoffe auf ein 2-1, aber momentan fehlt der Drang nach vorne. Da fehlen die effizienten Torschüsse oder wenigstens die Versuche. Von daher gehe ich von einem 1-1 aus. Realistisch, tatsächlich. Ja, komm. 3-1. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir die Tore in der ersten Halbzeit so mitbekommen. Damit wir zusammen mal feiern. Ich will mal erleben, wie du bei einem Tor jubelst. Ich sag dir ehrlich, wenn es um was geht, ne, da bricht in mir alles aus. Aber bei einem Spiel, wo wir jetzt wirklich nur noch um Platz 6, 5, 4, 7 kämpfen können, sind die Emotionen nicht so sehr da. Deswegen
wird sich das in Grenzen halten, denke ich. Ich werde mich natürlich trotzdem freuen, ne? Aber ist halt nicht so, wie wenn du jetzt vor ein paar Wochen noch zu Hause gegen Schalke, wo es dann wirklich um alles ging, oder Lautern, da wäre ich aus allen Ecken auseinandergebrochen. Aber so, schauen wir mal. Er gibt gleich ein ganzes Interview. Aber der Wind, gerne viel. Der Wind ist gerade da, ich schon, man kann alles gut hören. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt mal mit Onel zum ersten Mal im Stadion. Wieder Bier! Wie sieht das Bier? Ruhe, oh, muss ich erst mal zählen. Onel, was hast du für Tattoos überall? Okay. Dort auch. Derby-Tor gegen Braunschweig damals. Oh, okay. Sehr schön. Cool. Eddie! Bevor ich vergesse, ihr wisst ja, über Instagram könnt ihr eure Tipps schicken. Geschafft hat es mit 13 Likes, 96 Kurve, ist immer dabei. Der hat geschrieben, 2-0 für 96, vertraut mir. Auf Platz 2 mit 8 Likes. Leo SVHR, Sportverein Hannover wahrscheinlich. Er hat geschrieben. Was hat er geschrieben? Der erste Sieg gegen Paderborn, hoffentlich 3-1. Ja, das ist sehr interessant. Hannover hat noch nie gegen Paderborn gewonnen. Vielleicht ist das heute ein historisches Spiel. Na, echt nie gewonnen? Noch nie. Alle letzten 5 hatte ich nur alle verloren. Und auf Platz 3 haben wir mit 6 Likes Silas Brand 007. Der ist irgendwie immer bei der Top 3 mit dabei, hat geschrieben, 3-1 für Hannover, 2 Tore Enzo und 1 Nicolo. Warten wir mal ab. Übrigens, wir wollten uns mit Nils treffen vor dem Nordeingang. Hat leider nicht funktioniert. Ihr wisst ja, fast immer, wenn Nils dabei ist, gibt es Pyros. Ich glaube nicht, dass es heute Pyros geben wird, aber warten wir mal ab. Nils sitzt bei der West und ich habe ihm gesagt, dass er filmen soll, wenn irgendwas Interessantes passieren wird. Also, schicken wir sie jetzt mal auf die Reise. Die Pyros! Da sind die Pyros! Ich glaube, sie machen ja wirklich keine Bilder von den Kanadern.
Herzlich, ehrlich. Man steht mittendrin, man will und man. Nicht mal jemand klatscht. Das ist der einzige, der klatscht. Ich komme auf der Ost. Nils! Wo sind die Büros? Okay, das Spiel fängt hier gleich an. Möge der Beste gewinnen, natürlich auch wir, dass der Express gewinnt. Auf die Schalz konzentriere, hatte Hannover nur die erste Halbchance. Das ist zu einfach, Lars. Richtig. Nein, 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 super. Weiter. Auf geht's, auf geht's, auf geht's! Was? Aber die haben Bock. Reiner! Vorhin hatten wir auf jeden Fall das erste Lebenszeichen von Hannover. Ja! Hin und her hier. Das nächste Tor darf ich hier nicht verpassen. Nee, ist dein Auftritt. Was musst du bei Paderborn? Eckball für 96. Sehen wir jetzt das 2:0. Ja. Oh. Nein, diesmal nicht. Aber wir haben dann noch 80 Minuten. Ich sage jetzt, ich ändere meine Meinung, ich sage, das wird ein 4-0. 4-0? Ja. Weil ich weiß, Hannover spielt befreit, Hannover hat keinen Druck, die werden die heute zerbomben. 4-0 sage ich. Sagen wir 5-0. Kann auch 5-0 sein. 2-2. Oh, Paderborn in der Verteidigung. Wenn die mal zu uns sagen, wir wollen euch siegen sehen. Ja, ja, ja. Ja, Mann! 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 Ja
Der geht hier ab. Er macht im ganzen Ostbereich die Stimmung. Super! Wir sind mittlerweile in der 13. Spielminute und ich halte mich ganz kurz, bevor jetzt noch ein Tor fällt. Hannover führt hier 2:0. Hochverdient. Jetzt geht's wieder nach vorne. Auf geht's, Jungs. Auf geht's! Wir erleben hier gerade eine richtig starke Phase von Hannover 96. Sie haben jetzt, glaube ich, jetzt den dritten Eckball innerhalb von 16 Minuten bekommen. Ich frage mich, wann die Pyros kommen. Das haben wir noch nicht gesehen. Wenn 96 ein Tor geschossen hat, hat Paderborn immer Pyro gezündet. Ich hoffe, dass sie heute genug Pyros dabei haben. Denn das Vierte ist schon auf dem Weg. Du kriegst hier die ganze Zeit irgendwelche Fotos? Ja, weil ich hier halt sonst nicht sitze, ne? Ja. Oh, nicht, dass ich schon wieder... Mal wegen dir verpasse ich alle Tore hier heute. Das ist echt geil heute. Ja, auf jeden Fall. Hier seht ihr übrigens, wie Jerome filmt. Ja, schön mit der GoPro. Oh nein, nicht das... Der Weltmeister hat ausgelegt. Das hat er von Manuel gelernt. Die haben zusammen Weltmeisterschaft gespielt. Ich habe gehört, Zieler war ein Weltmeister. Er ist Weltmeister. Das kann ich mir mal vorstellen. Er spielt zweite Bundesliga bei 96, Weltmeister wurde. Einfach Weltmeister. Geht. Und alle stehen auf. So gehört sich das. Hey! Hey! Männliche Fressbotschweige! Hey! Das war Kopf! Oh nee, oh Mann! Scheiße! Oh mein Gott, auch sehr gut gesprungen. Oh. Bin auch sehr gut gesprungen. Kein Braunschweiger, kann man sagen. Kein Braunschweiger. Nur deiner. Ja! Richtig! Und der Weltmeister. Super. Mensch, was hast du da gemacht? Guck dir das an. Ja, da ist einer wohl kein Braunschweiger gewesen. Oh. Aber ich schön beim Landen nachher mit springen. Ich bin so hoch gesprungen, Digga. Oh, warte. Sonst verpasse ich dir wieder was. Weg ins Reden. Es geht nichts. Oh, super. Nein! Weltmeister muss ihn halten, ne? Aber da ist ein Schuss, ist der Weltmeister chancenlos, ist klar. Also meine Biotheorie stimmt aber trotzdem. Immer wenn was angezündet hat, fällt hier ein Tor. 3:1 war auch mein Tipp, aber ich glaube, da geht noch mehr.
Gelbe hinterher. Genau. Taktische Foul. Gelb gerade. Ich fand, das war rot eigentlich. War eigentlich dunkelrot. Was? Das war rot. Dunkelrot aber. Und der ist Weltmeister? Hast du beim 3-1 gesehen? Weltmeister ist er. Wir haben einen neuen Meme. Er ist Weltmeister. Schwer zu glauben, aber es steht hier mittlerweile 3-2. Paderborn ist auf dem Weg. Das waren die ersten 45 Minuten zum Schluss. Wir haben hier jetzt Halbzeitpause. 96 führt 3-2, aber diese zwei Gegentore mussten überhaupt nicht sein. Ich habe das erste und das dritte Tor leider verpasst, aber hier dieser Typ hier. Er hat mitgefilmt, genau, er wird mir dann die Tore schicken. Ja, aber trotzdem eine sehr unterhaltsame erste Halbzeit. Jerome Boateng, was sagst du dazu? Also 96, viel stärkere Team bis jetzt, hat in den ersten 15, 20 Minuten einen unheimlichen Druck nach vorne gegeben. Leider dann die beiden Tore kassiert. Es verspricht auf jeden Fall, eine gute zweite Halbzeit zu werden. Auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen, im Tor steht bei uns ein Weltmeister. Und in der Abwehr Champions League. Der hat mal höher gespielt, der 23er. Danke für diese wertvolle Information. Paderborn ist so ein Beispiel für komplette Scheiße. Die Stadt ist hässlich, der Verein ist scheiße, die Fans sind scheiße. Das ist alles scheiße. So einfach die Mannschaft braucht, den Verein braucht einfach keinen mehr. Und deswegen kommt Was ist hier los? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der war geil geschossen. Was war das? Das war stark. Das war schon unverschämt. Sehr frech. Sehr frech. Ein guter Versuch aber. Das war ein Kandidat für den Superschuss. Nein, 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 nein. Weiter, weiter. War nichts. Weiter. Oh! Das Tor liegt hier in der Luft. Nee. Das habe ich von hier gesehen. Ganz falsche Entscheidung. Also wirklich ganz falsche Entscheidung. Soll ich Schiedsrichter werden eigentlich? Was? Soll ich Schiedsrichter werden? Geh rein. Ist vielleicht besser, oder? Geh rein jetzt! Nimm meinen Beutel, ich geh los. Okay, warte. Weltmeister ist wieder am Werk. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich den VAR einschalte wegen Handspiel. Bist du sicher? Das war keine Hand. Das war angelegt. Zumal kam der mit so einer Geschwindigkeit, wie soll er seinen Arm weg? Ja, klar, kann ja nicht wegzaubern, aber ich habe trotzdem Oh!
Jerome, beruhig dich. Phil! Phil, was machst du auf dem Boden? Das war doch nicht! Machen, Leute. Geht so Zero, pack deine Sachen, geh aufs Feld. Das reicht jetzt. Ich glaube, wäre besser, wenn ich ab jetzt pfeife hier. Oh, Leute. Man darf nicht vergessen, wir haben einen Weltmeister. Der ist 2014 Weltmeister geworden. Mittlerweile sind wir in der 76. Spielminute und er steht hier weiterhin noch. 3-2 noch. Da weißt du, wie lange. Ich tue es für eine Stunde. Wir gehen da, hoffen mal, dass wir noch ein paar Tore sehen, aber richtig glauben tue ich es auch inzwischen nicht mehr. Vielleicht noch in der letzten Minute vom Täuscher. Ich würde es ihm gönnen. Würde ich ihm gönnen. Er kann hier gar nicht stehen bleiben. Er möchte rüber. Der Keeper hat gerade so gesagt: Bruder, komm mal lieber ab nach Amerika. Ja, hier bist du nicht gut aufgehoben. Das ist San Luis. Oh Mann. Auf geht's! Weiter! Tschüss! Tschüss, Iran! Nein! Weiter! Sag gar nichts. Lieber nicht, sag nichts. Aber so eine Scheiße. Naja. Ja. Jetzt kommt noch mal Paderborn. Er ist Weltmeister. Pressing, Pressing, Pressing! Los! Hey! Oh! Wir sind hier in den letzten 10 Minuten und das Tor möchte einfach nicht kommen, aber es liegt weiterhin in der Luft. Es geht weiter. Was wäre mir nur ohne Zieler, ey? Der Typ ist auf jeden Fall ein Weltmeister. Jetzt wisst ihr Bescheid, falls ihr das noch nicht wusstet. Auf geht's, auf geht's, auf! Oh Mann! Weltmeister ist er. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wir sind in der 90. Spielminute. Es sieht danach aus, dass das Spiel hier 3-2 enden wird. Mal schauen, wie viel Nachspielzeit hier noch gegeben wird. Sponda, Sponda! Schieß! Oberkörper, mehr Überball bringen, mehr Rückenschieß, dann ein bisschen besser drücken, dann ist er nicht so hoch. Oh mein Gott. Rücklage, deswegen Mondball wieder. Auch wenn das Tor nicht kommt, Fans sind alle da. Die ganze Zeit.
Oh, Jungs, was macht ihr da? Schau, Blue Show, wer ist es? Jungs, los! Da ist der Hubert. Na, es geht. Immer wenn du dabei bist, gewinn die. Ja, ist so, nach Monaten sehe ich Eddie hier mal wieder. Zum ersten Mal.